Mit Nico Kurz ist der letzte Deutsche bei der PDC-WM 2020 leider ausgeschieden. Und damit herzlich willkommen zum letzten Shortleg-Podcast vor der dreitägigen Weihnachtspause. The Boys are in town heute. Kevin Barth ist zurück aus London. Hi Kevin. Servus, hallo. Und Shorty Seiler ist zurück aus München. Hi Shorty. Moin Moin aus Brie. Ja, ihr könnt den Shortleg-Podcast hören, weiterhin auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, Apple und Google Podcast sowie auf unserem YouTube-Channel von daten.de. Alle Infos weiterhin auf www.daten.de/Shortleg. Ja, Shorty, du hast gestern mit Elmar kommentiert. Wie war's? Ja, war groovy, muss ich sagen. Ich habe vielleicht den Hahn ein bisschen zu sehr aufgedreht, aber das mag mein Enthusiasmus sein, gepaart mit, ey, ich bin mal wieder ganz nah dran. Es fühlte sich eigentlich relativ schnell wie so ein alter Schuh an, weil irgendwie macht es einfach Spaß, wenn du Gleichgesinnte da hast und ganz klar die Aufgaben von vornherein verteilt sind, ohne groß nachzudenken. Das Statistikwunderland sitzt neben mir und ich rede rein, wenn es mir Spaß macht. Dazu versuche ich einfach, gute Stimmung mit zu verbreiten und ich hoffe, dass mir das gestern ganz gut gelungen ist, weil waren ja auch Wahnsinnsspiele, war ja auch eine tolle Session. Ne? Beide hatte ich auch Glück gehabt, mit Max dann noch einen Deutschen dabei zu haben, der beständig seine Leistung abruft, aber da leider wieder nicht ganz über die Ziellinie gekommen ist. Nur sind wir ja noch später drauf am Sprechen. Definitiv, Max Hopp gestern ausgeschieden und Nico Kurz dann leider heute auch aus dem Turnier raus, damit haben wir keine Deutschen mehr, die im Turnier verblieben sind. Kevin, 4-2 Niederlage gegen Luke Humphries, 96 Average, wirklich super trotzdem gespielt. Also ich finde, da ist es total schwer, irgendwie Kritik an Nico jetzt irgendwie zu finden, weil die Leistung einfach so gut war. Ja, Nico ist definitiv der Deutsche, der es geschafft hat, zum ersten Mal drei gute Spiele bei so einer WM zu machen. Also in meinen Augen der erste Deutsche, dem das ohne Pardon gelungen ist. Er holt sich den dritten Satz gegen die Darts und verliert dann leider Gottes seinen eigenen. Und bei 2-2 hat er halt das Pech, dass er Bull für 170 nicht trifft und Tops für 116 nicht trifft. Das waren jeweils Set-Darts, die er dann hat liegen lassen. Humphries holt sich das Set und danach ist die Tür für Nico halt zu. Humphries hat die kleinen Dinge, die ihm Nico angeboten hat, ausgenutzt. Es war stark, wie Nico nach 0-2 im sechsten Satz nochmal versucht hat zu kämpfen, 131 zugemacht hat und dann steckte ja auch der erste Pfeil in der Triple 20 für 141, die hätte ich gerne noch gesehen. Aber am Ende, ja, hat Humphries ein bisschen im richtigen Moment das Momentum dann halt für sich gehabt. Aber Nico braucht sich nicht schämen oder sich irgendwas vorwerfen zu lassen. Der hat drei starke Spiele gemacht. Und man kann sich nur darauf freuen, auf die Zukunft, weil er, glaube ich, auch das richtige Mindset mitbringt. Und es würde mich natürlich freuen, wenn wir ihn bald regelmäßig auf der Tour sehen. Es kann aber natürlich auch sein, dass wir das aufgrund seiner beruflichen Verpflichtungen eben nicht tun werden. Aber ich glaube, das ist schon ein Versprechen auch für die Zukunft. Das haben wir auch heute wieder gesehen in diesem Duell der Youngsters. Ja, auf jeden Fall bin ich dabei dir. Ich finde, Nico ist für mich eigentlich der feucht gewordene Traum, wo da Deutschland mal hinkommen kann, so peu à peu, mit einer breiten Masse. Und Nico ist jetzt das, was endlich mal alles schon zusammen hat. Das Mindset, die Vorbildung für den Sport, die gewisse Vorahnung durch sportliche Vorbilder der Eltern, die Vorbilder, alle wählen, dass der Gesamtpaket passt und er zeigt es schon sehr, sehr, sehr stark und dominant. Und man muss nicht im ersten Jahr alle Brücken einreißen. Ich freue mich auch auf die Zukunft, aber bin auch bei dir bei Kevin, weil Nico auch ein sehr bodenständiger Typ für mich hier von außen erscheint und der sicherlich auch in seinem Job gewisse Ansprüche an seinem Leben dann mit seinem Job darstellen will und sich vielleicht schwer tut mit der Entscheidung, dann zum Vollprofi zu wechseln und da sich noch ein paar Jahre Zeit lässt, weil unser Sport lässt das ja auch zu. Also von daher, irgendwann wird sicherlich attraktiv sein und die Ranglistenpunkte, die berühmten, werden irgendwann schlagende Argumente werden, aber niemand soll gedrängt werden, wir wollen einfach erstmal mit ihm Spaß haben. Hat in diesem Match teilweise Weltklasse Darts gegenüber brutale Konstanz von Kurz gesiegt? Also war das Timing von Humphries einfach zu gut in den Momenten, wo es drauf ankam?
Ich denke schon. Also Humphries hatte, glaube ich, dann noch ein Stück weit mehr Scoring Power und hatte eine höhere Doppelquote, hat jede Chance genutzt, die sich ihm geboten hat und hat gezeigt, dass er nicht zum ersten Mal bei einer WM ist und dass er nicht zum ersten Mal bei so einer WM dann so eine Runde spielt. Und dem traue ich auch absolut zu, es wieder ins WM-Viertelfinale zu schaffen. Also das war einfach auch ein Gegner, der das vergangene Jahr genutzt hat, um sich nochmal zu entwickeln und der halt jetzt auch drei starke Leistungen in drei Spielen abgerufen hat. Siehst du genauso, Schotti? Ja, da fällt mir nicht mehr viel zu ein, weil er macht genau die richtigen Sachen zur richtigen Zeit in seinem, nach seinem Lernprozess in diesem Jahr, wo er auch offen mit seinen Problemen umgegangen ist, die mentale Seite angesprochen hat, sich Hilfe geholt hat. Es ist heute keine, was weiß ich, Schmähausdruck oder ein Schämenbereich, sondern es ist ein fester Bestandteil der Sportart. Und wenn du eben Hilfe brauchst dazu, um irgendwelche Ängste zu überwinden, nicht jeder ist unbedingt ein Stadiontyp. Nicht jeder ist ein Typ, der auf ein Festival geht, weil er einfach nicht kann, weil ihm das zu viele Leute sind und er sich nicht wohlfühlt. Sondern wenn du eben total auf den Dartsport abfährst, aber so gar nicht darauf abfährst, dass 3000 Leute 20 Meter von dir wegstehen, dann ist das ein Problem für dich und hindert dich an deiner Sportart. Und dann suchst du dir halt Hilfe. Das ist heute einfach keine, zum Glück überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Und das hat ihn wunderbar nach vorne gebracht in seiner Entwicklung. Und wenn er das konstant halten kann, ist das doch für ihn eine ideale Sache, sein Leben zu bestreiten. Also ich bin begeistert von dem Kerl und freue mich auch da auf mehr, wie diese WMX-Talente vorbringt, wo man sich auf mehr freuen kann. Wenn man sich die Statistiken mal ein bisschen genauer ansieht, kurz 41 mal 100 plus und 21 mal 140 plus, da dann Humphries nur mit 30 bzw. 17 Aufnahmen, aber dafür eben 880er und kurz dann in Anführungsstrichen nur 280. Also Humphries hat sich durchaus schon mal ein paar Lecks-Auszeiten gegönnt, wo dann gar nicht viel ging. Aber das waren dann meistens Lecks, die halt dann nicht bei seinem Anwurf waren. Das ist auch eine Kunst, denke ich, in diesem Setplay-Format dann auch mal ruhig so ein Leck einzustreuen, wenn es mal dann gerade eben vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Und die 180er zur richtigen Zeit dann halt auch zu werfen. Ja, also das kann, also du kannst eine 180 werfen, um dir irgendwie 40 Rest zu stellen und der Gegner macht zu. Aber das waren heute nicht die 180er des Luke Humphries, die kamen halt zur richtigen Zeit. Die waren nicht verschwendet, wie die Engländer sagen. Ja, genau. Keine brotlose Kunst. Prima. Die Sätze, die Sets-Averages sind auch noch sehr interessant, denn Kurz hat eigentlich brutal konstant gespielt. 94, 94, 103, 92, 190. Im fünften Satz war es halt etwas bitter, würde ich sagen, denn Kurz hat ein 100er Average und Humphries 87er und gewinnt den Satz, aber trotzdem mit 3 zu 2. Also der fünfte Satz ist dann definitiv auch der Knackpunkt, wie wir schon gesagt haben, in diesem Match. Gut, wie gesagt, Nico hat die Chancen, aber das sind halt auch zwei hohe Finishes gewesen, wo er vielleicht vorher ein bisschen besser hätte scoren müssen können. Die 170 auf Bull, da mache ich ihm keinen Vorwurf. 116 auf Tops, auch nicht so richtig. Also wir könnten drüber reden, wenn er jetzt 5, 6 Setdarts vergeben hätte. Aber das waren zwei einzelne, die halt schade waren, weil sie das Match definitiv in eine andere Richtung gebracht hätten. Aber es war nicht irgendwie so, dass er dann total auseinandergefallen wäre, ne? Richtig, richtig. Er hat das also genauso hingenommen und das sind die Momente, die du erleben musst, um sie zu verbessern. Weil manchmal tun sie auch Probleme eben in dem Moment auf, wo sie da sind. Du hast einen wunderschönen Lauf. Ja, wir haben es ja jetzt ein paar Mal gesehen in den vergangenen Tagen, da macht einer einen Lauf von 5 Lecks in Folge, wird aber dann noch rechtzeitig gestoppt und kriegt dann 3 Lecks in Folge ins Gesicht und verliert das Set. Statt einer 2-0-Führung zum Beispiel gibt es dann auf einmal ein 1-1. Ja, das gibt's, diese Sachen gab es auch noch nicht so oft, dass sie sich dann so wehren, dass du völlig aus dem Konzept gerätst, nachdem du 5 Lecks in Folge gewinnst, misslingt dir auf einmal dieser Doppeldart, wo du vorher 5 Lecks über gar kein Problem mit hast. Und auf einmal ist er in dem Moment nicht darstellbar und du rennst in den Mörder-Konter. Und das haben wir hier gesehen bei Mensur, das haben wir gesehen bei ja, Peter Wright, überall, wo sie 2-0 geführt haben, 3-2 ins Gesicht. 5 Lecks in Folge, aber nur ein Set gewonnen. Ja, und wenn das Timing ein bisschen anders ist, wie Kevin schon sagt, da keine verschwendeten 180er, ne, keine ja, Bogey-Number stellen, keine Energie verschwenden und dann angreifen, wenn sich's gleich von Anfang an gut anfühlt, den Rest einfach relaxen, Ruhepausen finden. Und da ist der gute Luke Humphries ein bisschen erfahrener gewesen als Nico, aber der wird das als Erfahrung verbuchen und für sich das Beste daraus holen.
Ja, wir können definitiv Nico Kurz ein sehr gutes Zeugnis Ja. bei dieser Weltmeisterschaft ausstellen. Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Natürlich schade, hätten wir ihn gerne noch eine Runde weiter gesehen. Gegen Kim Heibrechts wäre sicherlich auch nicht chancenlos gewesen. Aber gut, es war trotzdem eine super WM. Drei Spiele, zwei gewonnen, eins trotzdem gut gespielt, 96 Average, also wirklich auch sehr konstant in seinen Leistungen. Und ja, wir werden dann sehen, wie es bei der Q-School weitergeht oder wie es dann generell in 2020 mit Nico Kurz dann so ausschaut. Ja, dann waren am Nachmittag auch noch vier andere Akteure im Einsatz. Es ging dann nach dem Spiel von Kurz gegen Humphries weiter mit der Partie von Adrian Lewis gegen Darren Webster, und die hat auch einiges geboten, würde ich sagen. Schotti, dein Geheimtipp Darren Webster ist jetzt raus, Ja. weil Lewis mal wieder ein Comeback gestartet hat. Und zwar, das war ein Weil Webster ihn gelassen hat, also. richtige High-Finishes waren dabei, also ordentliche Checkouts. Webster den Neuner ganz knapp am Draht auch verpasst. Also es war wieder einiges geboten dieser Partie. Ich habe gesagt, hier auf dem Dorf. Der Verrückte, irgendwann startet er durch und er kommt immer näher ran und macht fantastische Abgänge. Wenn er geht, dann mit einem Knalleffekt. Er hat fast 9er in der Tasche, dominiert eigentlich das Spiel, verspielt es aber, weil er selber auch in meinen Augen leidenschaftlicher Fan ist und sich freut, an diesem Spiel teilzuhaben, wo mal wieder so eine Living Legend einen Comeback-Versuch startet. Mit sehr viel Sympathie und Emotion. Also eines der Spiele, die in Erinnerung bleiben, einfach aufgrund der Tatsache, dass Darren Webster wirklich einer ist, der eben Semi-Profi ist und da 2, 3 Stunden pro Tag aus Leidenschaft investiert und sich einfach freut, da zu sein, wo er ist und immer wieder sich auch selbst mit auf die Schippe nimmt. Ist eine totale Frohnatur, nennt sich Demolition Man und also der Mann der Gegensätze. Ich mag seine Art und Weise, wie er performt, ich mag, wie er abgeht und wie er sich auch selber aggressiv am Board zurechtweist, wenn er Scheiße baut. Also von daher eine tolle Persönlichkeit und deswegen habe ich ein bisschen auf ihn getippt, dass das da weitergeht, aber diesmal konnte das leider nicht darstellen. Sauer bin ich kein bisschen, bin eher begeistert, was er bis jetzt dahingestellt hat. Und genauso ging es mir halt auch ja, mit Nico. Nicht einfach sauer, sondern einfach begeistert von dem, was er uns da geboten hat. Ja, man muss sich natürlich die Frage stellen, wie oft Lewis die Klippe noch irgendwie kriegt. Ja, also er liegt 2-0 zurück, Webster hat Darts zum 3-0. Er liegt 2-1 zurück, Webster hat Darts zum 3-1. Er liegt im Entscheidungssatz 0-2 zurück. Also vorwerfen möchte ich Webster auch nichts, aber also er hätte das schon gewinnen können. Lewis hat natürlich seine magischen Momente gehabt und hat sich wohl hinterher bei der Pressekonferenz hingesetzt und gesagt, das war irgendwie das beste Spiel, das ich irgendwie je gemacht habe. Ja, da geht gerade viel die Emotion mit ihm durch. Aber er hat trotz dieser genialen Momente, die ich anerkenne und sehe, und dass da eine Weiterentwicklung gerade wieder da ist bei ihm, hat er trotzdem auch Momente, wo wenig geht und wo du ihn als Gegner einfach bestrafen musst. Und ich bin halt echt gespannt, wie lange das an dieser Stelle dann irgendwie noch gut geht. Also Dimitri Vandenberg könnte jemand im Achtelfinale sein, der diese Fehler eben ausnutzt, auch wenn der mich heute auch nicht zu 100% überzeugt hat. Habe ich jetzt wieder perfekt übergeleitet oder wollten wir noch länger über Lewis sprechen? Also ich wollte zu Lewis nicht mehr viel sagen. Ich meine, emotional ist er jetzt ja. Das merkt man ja. Also der feiert ja die 180er. Gut, er wirft auch viele 180er. Ne? Also das kann man eben nicht abstreiten. Aber er hat auch viele Mistaufnahmen dabei. Ziemlich viel Grütze zwischendurch. Deswegen macht er sich das selber schwer. Und ich denke auch, um jetzt die Überleitung zu finden, gegen Vandenberg, der das nächste Spiel dann gewonnen hat, gegen Luke Gutthaus 4-2, kann er sich so einen langsamen Start auf jeden Fall nicht mehr erlauben, Shorty. Ja, zum Glück wolltest du nichts mehr dazu sagen. Also von daher bin ich sehr überrascht über deinen kurzen Ton. Nein, Quatsch. Also Dimitri Vandenberg ist ja auch in seiner Entwicklungsphase nicht stehen geblieben. Hat man ja heute gesehen. Auch diese langen Phasen, die er sich gönnt, um drüber nachzudenken oder sich selber Kraft zu holen. Ja, da macht er wieder Pausen rein, was den einen oder anderen Spieler natürlich dann auch in seinem Rhythmus stört. Ja, also er wird immer kompletter. Wir haben immer nur Fortschritte bei allen Personen gesehen, die diese WM begleiten zurzeit. Es gibt natürlich auch Favoritenstürze, aber die sind auch erklärbar durch Überspielen und was wir nicht schon alles durchdiskutiert haben, was da passiert ist. Also wenn das eben weiterhin so läuft, dann ist Dimitri auf jeden Fall einer, der ihn rausnehmen kann, ja.
Wobei ich jetzt Dimitris erstes Spiel deutlich überzeugender fand als sein zweites. Also Genau. gerade da waren heute auch Phasen dabei, wo ich dachte, wenn Woodhouse das ein bisschen konsequenter spielen würde. Woodhouse war ja, glaube ich, auch irgendwie mit Fieber und Ähnlichem geschwächt. Ich glaube, für Dimitri war es jetzt wichtig, das Spiel zu gewinnen, auch nach allem, was er hinter sich hat. Es lief ja auch mehrere Monate nicht bei ihm. Es geht halt jetzt darum, welchen Dimitri wir gegen Luis dann tatsächlich sehen. Wenn es der aus der ersten Runde ist, dann wird es richtig knallen. Und wenn nicht, dann kann der auch 4-0 rausgehen gegen Luis, der dann ja, der dann vielleicht auch bessere, konstantere Phasen irgendwie findet. Also auch Dimitri muss aufpassen, dass er die Konstanz dann eben auch hat, weil gegen Luis, das könnte ein lustiges Spielchen werden, wenn beide ihre Off-Phasen haben. Das könnte dann so ähnlich laufen wie heute Abend bei Chisnell gegen The Swan. Wieder eine perfekte Überleitung, dann gehen wir auch direkt in Ups. den Abend rein, weil der hat einiges geboten mal wieder. Also die Abendsession hat mich wieder sehr mitgenommen, muss ich sagen. Es ging los mit Chiesi gegen das waren für mich das beste Spiel bisher bei dieser WM. Die höchsten Averages zusammen, beide über 100 hin und her. Viele Highscores, aber auch dann wichtige Finishes zum richtigen Moment. Ja, wie ist eure Meinung zu diesem Spiel? Am Ende gewinnt das waren 4 zu 3 Chiesi, wo auch viele Engländer, hatte ich das Gefühl, gesagt haben, dieses Jahr ein wirklich heißer Titel an Werther. Das war ein Gewinn 4 zu 3, weil er was besser macht, Kevin. Er hat Chizzy erstens, glaube ich, sogar ein bisschen ausgescored, zumindest in den wichtigen Momenten. Und er hat aber auch die Doppel getroffen. Also es war ein kompletter Auftritt von de Swaan. Jeder Satz ist gegen den Wurf entschieden worden, wenn mich nicht alles täuscht. Es hat kein Spieler seinen Satz gewonnen. De Swaan hat immer wieder vorgelegt gegen den Wurf, hat es nie geschafft, seinen Satz dann wieder durchzubringen, aber es war ihm egal. Er hat immer wieder weitergemacht und hat dann im siebten Satz, dann, wenn es drauf ankam, großartig nochmal gespielt, ist am Ende bei 106 im Average, hat noch einen 10-Darter in diesem siebten Satz gespielt. Also einfach Und den auch den 3:0 gewonnen. Ja, also der komplettere Auftritt. Also De Swaan hatte im vierten Satz einen kurzen Durchhänger, aber bei Chizzy, also De Swaan war der bessere Spieler insgesamt mit allem, denke ich. Ja, also auch so ein bisschen schneller in seiner Entwicklung. Bei Chizzy geht alles quälend langsam. Ich finde, Chizzy ist vielleicht auch so irgendwie der nicht so das richtige Umfeld noch hat. Alle anderen haben Vorbilder oder enge Verbindungen zu guten Trainingsgruppen und Chizzy spielt ab und zu mal mit Bunting, glaube ich, aber da auch nicht so wirklich jeden Tag treffen oder irgendwie was. Ich denke, das war das geile ausgebildet durch Barney und durch das Umfeld, was das waren geboten wird. Der kann sich zutrauen, solche Aussagen zu machen wie vielleicht habe ich das Zeug dazu, die irgendwann zu beerben. Ja, nach so einer starken Leistung, wie du schon sagst, mit einem 106er Endspurt und einem 3-0 im siebten Set gegen deinen von der Presse viel gelobten und von den Engländern groß beachteten Chisnell. Aber da geht es für mich quälend langsam los. Da müsste sich Roger Sheena vielleicht mal links und rechts umgucken, um den Chessy weiterhin in der Spur zu halten, weil jetzt müssen wir, tja, hoffen, dass er weiterhin nach oben zeigt, seine Formkurve, und er das nicht als negativ empfindet und jetzt wieder eine 6-, 7-, 8-monatige Entwicklungspause macht. Ja, das waren auf jeden Fall neben Van Gerven der nächste Niederländer, der es in die nächste Runde geschafft hat. Auch über 7 Sätze ging die Partie zwischen Gary Anderson und Ryan Searle. Vielleicht etwas überraschend, damit konnte man vielleicht nicht unbedingt rechnen, dass da die maximale Distanz an Sätzen gespielt wird. Dabei musste Anderson einen 1 zu 3 Rückstand drehen. Searle wirklich, wirklich stark gescored, viele, viele 180er geworfen. Am Ende aber dann doch ein bisschen eingebrochen und Anderson hat das dann ausgenutzt, Kevin. Ja, beide hohes Niveau gespielt. Es ist stark gewesen von Anderson, dass er das aufgeholt hat. Erinnert mich an das vorherige Jahr, ich glaube, gegen Vatimena und gegen Chris Doby gab es das, glaube ich, auch. Also er ist es gewohnt. Man fragt sich dann halt, wie lange das bei ihm dann tatsächlich gut geht, weil das ja bei ihm auch an die Substanz geht. Aber ich denke, dass er seine Erfahrung heute am Ende ausgespielt hat, während Searle ein bisschen abgebaut hat, hatte ich das Gefühl, Anderson kann ein bisschen zulegen. Beide haben auf die Doppel nicht so sauber gearbeitet, aber am Ende ist Anderson durch. Und Ryan Searle ist auch so ein Spieler, den du das ganze Jahr irgendwie nicht siehst. Und dann funktioniert er halt auf der Bühne sehr, sehr gut. Der passt für mich so in die Kategorie Vandenberg und Geoffrey de Swaan.
Ja, ganz genau. Und auch eine ganz eigenwillige Erscheinung und auch ein ganz eigenwilliger Wurfstil, auch alles dabei. Ein schönes Paket, nur er hatte, glaube ich, dann Angst gehabt vor dem Gesamtergebnis, dass er tatsächlich einen seiner Vorbilder aus der WM nimmt, weil so entspannt, wie er dieses 3-1 gespielt hat, so entspannt hat er es auch wieder außer Hand gegeben. Also da hat er sich, glaube ich, echt erschrocken, dass er das Ding gewinnen kann. Da ist er vielleicht noch nicht weit genug für. Und ja, Ryan Searle wird uns auch noch wieder begegnen, immer wieder in der Zukunft. Also von daher brauchen Sie nicht bang sein um unsere Sportart. Sie wird nur noch weiter in die Höhe getrieben, glaube ich, in der Zukunft. Wir werden noch mehr Ergebnisexplosionen zwischen 110 und 120 im Average uns haben unterhalten drüber, weil es wird immer weitergehen in der Entwicklung. Also von daher mal sehen, wie weit der jeder Einzelne sein Input dazu gibt. Vor allem Ryan Searle ja auch quasi blind wie ein Maulwurf, muss man ja sagen. Er hat ja wohl große Sichtprobleme, hat doch sehr oft nachgefragt, ist er jetzt ein Triple? Also, das kennt man ja auch von Anderson früher, deswegen war es eigentlich so lustig, dass Anderson gegen Searle ist. Da haben auch gestanden. Anderson hat irgendwann den Schritt gemacht, die Brille zu nehmen. Das hat Mensulovic auch mal gesagt bei Elmar, bei DAZN, dass er wahrscheinlich auch in Zukunft an der Brille nicht mehr vorbeikommen. Schau dir, du spielst selber mit Brille. Hast du früher ohne Brille gespielt? Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht. Kannst du mal was zu sagen? Ist ja Nee, irgendwie. ich habe meine Brille mit 14 gekriegt und seitdem spiele ich eigentlich mit Brille. Also wo die ersten 5 Jahre ohne Brille, da hat man das eh noch nicht so bemerkt und irgendwann ging es dann los. Aber die Brille kann einen schon mal behindern, weil durch die Wärme und durch auch die Intensität, wenn du ja nun unter Druck gerätst, fängst du ja auch an zu schwitzen und dann fängt dir die Brille auch an zu rutschen. Rutscht dir also ständig irgendwie ins Sichtfeld, kann auch mal nerven oder du spielst in einer Halle, wo Oberlichter eingebaut sind, die Sonneneinstrahlung kommt und du siehst gar nichts mehr, auch durch die Brille dann diese Lichtbrechung. Ja, wo andere Leute kein Problem mit haben, weil eben das nicht gespiegelt wird, wirst du halt genau getroffen. Also das ist schon ein Handicap, also bei so Kleinigkeiten, aber auch bei den etwas eitleren unserer Zunft, die dann sagen, nö, jetzt bin ich alt genug, jetzt will ich nicht auch noch mal eine Brille rumlaufen, ist der Schritt ja nicht so leicht gefallen. Raymond hat auch immer wieder Brille an, Brille ab und hat immer wieder gesagt, mit Brille ist das wie 3D. Ja, vielleicht kann man das dann auch nicht so in sein Spiel einbauen, wenn man klar sieht, dass man daneben geworfen hat und so ein gefühlvoller Spieler ist oder was. Ich weiß es nicht. Auch Anderson fand ich immer, der ist vielleicht zu eitel. Warum setzt er nicht die doofe Brille auf? Er hat immer wieder gesagt, er hat Probleme mit den Augen, aber setzt die Brille nicht auf. Und dann hat er sie aufgesetzt und heute finde ich die Brille, die er heute auf hat, er irgendwie ganz schräg geschnitten. Als hätte er jetzt wirklich Vergrößerungen da drin. Ja, Wade hat ja auch so eine besondere Brille, Ja. irgendwie nach oben ganz, ganz groß ist, damit man irgendwie, weil kennst ja auch, ich bin auch Brillenträger, man hat ja irgendwo, wenn du guckst, halt so einen Cut, sag ich mal, weil wenn du Ja, höher guckst, genau. dann musst du ja drüber gucken, dann siehst du ja eigentlich genauso wenig, als wenn du die Brille nicht auf hättest. Und Wade Richtig, hat ja denn wirklich so eine Verlängerung drin, dass er, auch wenn er selbst drüber schauen würde, über den Rand, dann trotzdem noch sehen kann. genau, habe ich gestern auch bei der DAZN gesagt, er hat mich angeguckt wie ein Fragezeichen und habe ihm das auch erklärt. Der Mittelsteg ist raus, das Nasenfahrrad, das ist quasi, kannst du da richtig schön durchgucken, du hast ein viel breiteres Sichtfeld und ich sage, das ist quasi wie eine Art Dartbrille. Also, du kennst ja die Snookerbrillen, die dann so verlängert sind nach oben, weil die ja nun über den langen Tisch da so gucken, wo sie sich vorbeugen und zielen. Also Da ich gibt's bin so. ja überhaupt kein Experte in diesem Thema, Da habe ich mir aber gedacht. ich gebe das mal an meine Patentante weiter, die Optikerin ist. Vielleicht ist das der neueste Schrei, dann demnächst spezielle Dartbrillen zu verkaufen. Ja, Alter, also aber dann bitteschön hier, ne, designed Dartbrillen, und ne? copyright by Shorty, ne? Ja, Jetzt wollen dann. sie alle an den Geldtopf ran. Ja, weiß Kann man Bescheid. ein paar Galas rausmachen, vielleicht. Ja, Was? die Optik in Waldstätten-Gala können wir machen. Da freue ich mich drauf, ja. Siehst du? Muss Marktlücken auch erkennen. Ne? Ich rede Kevin? mit meiner Patentante an den Feiertagen drüber, ja. Siehst du, weißt ja, wo die Kreuzer hinfließen. Ja. Wir reden nochmal über die Details. Ja, muss auch. Die Ja. Ideen, die hier brainstorming-mäßig geäußert werden, wenn die zu Kohle gemacht werden, müssen sie alle von verdienen. Ja, natürlich. Wir haben ja, der Podcast wird wahrscheinlich am Ende auch Überlänge haben, weil wir so viel Werbung gemacht haben. Genau. Also Und Werbung dabei sind wir haben so wir ja schlechte. nie. Alles klar, alles klar. Dann machen wir jetzt nur noch Werbung für guten Dartsport und reden über Peter Wright gegen Seiko Hasada, oder? Alter, Reden hast wir da du über guten Übergang. Dartsport? Wahnsinn. Oh, über guten Dartsport. Oder nur über Dartsport in dieser Partie? Naja, hatten wir keinen guten Dartsport? Also ich... Was?
Habe ich die Frage falsch verstanden oder was? Wo wart Wir ihr denn die hatten letzten erstmal Tage? Stromausfall, ne? Ja, das war ein guter Ladenspruch, gehört dazu. Wenn sie keine Bienen finden, reißen sie halt die Stromleitung raus. Für irgendwas brauchen wir Veränderungen. Alles klar. Ja, es war schon ein seltsames Match. Wright gegen Asada. Wright hat 3-1 geführt und ich hatte den Eindruck, es hätte aber genauso auch 2-2 stehen können. Ich fand schon, dass Asada einen zweiten Satz verdient hat. Den hat er dann ja auch bekommen. Ja, und Wright hat es halt zu Ende gespielt. Aber du hattest halt auch das Gefühl, wenn den, es ist wie bei Lewis, wenn den nochmal jemand ein bisschen kräftiger anschubst, dann könnte er umkippen. Und ich habe das Gefühl, dass das woanders in der nächsten Runde erledigt. Ja, warum Wie nicht? verwundbar scheint dir Peter Wright, Shorty? Ich weiß es nicht. Ja, also immer wieder auf Findungssuche. Er hat heute die Dartsets wieder durchgewickelt, erst Ah, vom es ist Blauen angefangen extrem. und Es dann ist. wieder nur auf Silber gedreht und da hat er dann wieder vielleicht eine visuelle Unterstützung. Ich weiß nicht, was in dem Kerl vorgeht, wieso er da so durchwechselt, aber er hat es getan und kam dann auf die Siegerstraße. Manchmal sah er sehr dominant aus und manchmal wieder wie auf Findungssuche. Ich kann den auch nicht lesen zurzeit, aber ich bin bei dir, wenn du sagst, wenn er ein bisschen mehr Gegenwind kriegt, wackelt er noch mehr und dann kann er auch über die Klippe springen. Warum sollte es nicht in der nächsten Runde passieren mit Deswaan? Diese Aussage, die macht er ja auch nicht aus dem Nichts heraus. Der traut sich sehr, sehr viel zu, diese WM. Also da muss ich wieder weit warm anziehen. Und ich glaube, es ist schon richtig, das, was auch, glaube ich, die englischen TV-Experten gesagt haben, er wird sich über Weihnachten halt auch seine Gedanken machen, Peter Wright, so nach dem Motto, weil er ist ja nach wie vor angeblich auf der Suche nach den perfekten Pfeilen, die es in meinen Augen nicht gibt. Nee. Und das kann dann einfach auch im Kopf, dass, also er wird jetzt nicht total zufrieden mit sich sein, weil es auch heute in diesem Match Phasen gab, wo es in die falsche Richtung gegangen ist. Und Asada, wenn der ein bisschen mehr Erfahrung auf der großen Bühne hätte, dann hätte Wright heute auch ausscheiden können. Ja, das kann man, denke ich, so gut zusammenfassen. Asada am Ende sogar mit dem höheren Average. Peter Wright Eigentlich schon die ganze Partie. wird vielleicht hoffen, unterm Weihnachtsbaum noch ein neues Set da zu finden. Man weiß es nicht. Vielleicht nimmt er das ja. Wir werden es dann in am. Das Red Dragon Care Paket oder Ja, vielleicht, was? man weiß ja nicht, was die so untereinander geschenkt bekommen. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht ist er auch irgendwie in seiner Werkstatt und bastelt den noch was. Gut möglich, definitiv. Dann kommen wir zu unserer Kategorie Match of the Day. Wofür entscheidet ihr euch denn heute an diesem 11. Turniertag? Welche Partie fandet ihr am ansprechendsten? Tschüss, Nil, das war's. Ja, Bingo. Und dementsprechend der Spieler des Tages auch, das waren? Bei mir ja. Ja. Sehr Ja. harmonisch. So ein Tag vor Weihnachten, mal wieder, diesen Podcast. Diese Harmonie, man, Ja, Wahnsinn. aber Also. im Zeitpunkt der Aufzeichnung ist ja schon Weihnachten. Also wir haben ja gar keine andere Wahl mehr eigentlich. Ja, wir müssen jetzt lieb zueinander sein. Aber du bekommst keinen Platz in meiner Krippe, Shorty. Ja. Ich verzeih dir. Ist okay. Ja, ich halte auch für dich die andere Wange hin. Kein Es ist okay. Sehr, sehr gut, diesen christlichen Übergang auch noch geschafft. Dann blicken wir nochmal voraus, auch wenn es die letzte Ausgabe ist vor der dreitägigen Weihnachtspause. 3 Tage jetzt keine Pfeile, die im TV fliegen. Yeah. Die einen freuen's, die anderen weinen, weil sie dann nicht wissen, was sie abends tun sollen. Die Ja, haben aber doch kein Leben, oder? Sport1 sagt ja Highlights. Man kann ja auch Ah, stimmt, die ja. letzten Spiele noch Revue passieren lassen, falls man möchte. Aber wir schauen trotzdem auf den nächsten Turniertag an, der dann am Oh ja. 27. Dezember stattfinden wird. Kevin, du kommentierst auf Sport1. Am Nachmittag, ja. Frau Sherrock, wollte ich gerade schon sagen. Oh, jetzt hört mal genau zu, Freunde. Was will er denn Hört schon genau wieder? zu, der Singsang in der Stimme. The Queen of Gut. the Palace. Ja, sie ist diejenige, die ich kommentieren darf, unter anderem. Also ich freue mich sehr drauf, weil Schön. einfach die Stimmung eine besondere ist in der Halle, weil sie die Geschichte dieses Turniers ist. Aber es sind halt auch noch zwei andere großartige Spiele an diesem Nachmittag. Wir haben Mervyn King gegen Simon Whitlock. Das ist die Ü50-Kiste. Das ist das Duell der beiden Haudegen, der beiden Alten. Und am Schluss des Nachmittags haben wir noch die beiden Spieler, wo sie wahrscheinlich gar nicht mehr aufhören werden, die Walk-On-Musik zu singen und die aber auch gute Pfeile werfen können und werden, nämlich Glenn Durrant gegen Daryl Gurney. Also es ist die beste Nachmittagssession, die ich hier begleiten durfte, glaube ich.
Ja, erstmal von mir fetten herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wieder mal für dich. Die schöne Konstanz ist aber auch bei dir zu sehen in deiner Karriere, dass du immer mal wieder gefragter Gesprächspartner bei Sport1 bist. Und ja, natürlich so ein bisschen Schmetterling im Bauch will ich von dir aber eine professionelle Leistung sehen. Ne? Nicht, dass da mit Sherrock hier irgendwie in Schwierigkeiten gerät, mein Lieber. Ich bin jetzt natürlich, habe jetzt natürlich den Druck. Ja, ich muss jetzt natürlich liefern, werd mich akribisch vorbereiten und dann bin ich natürlich auch auf deine Kritik. Ah, du bist ja in London, Ja. du wirst es ja gar nicht verfolgen können. Ich Dann, werde dann. irgendwie schon rankommen an die Nachmittagssession. Okay. Und dann bin ich auf deine Kritik natürlich sehr gespannt. Hervorragend, freue mich drauf. Kriegen wir hin. Ja, Schotti, du bist dann ja auch dann vor Ort mit Exe zusammen. Wirst du Ja. deinen Schabernack treiben? Ich hoffe. Ein kleiner Traum geht für mich in Erfüllung, wenn ich da mal kurz mal eben so reingrätschen darf. Also Ja. ganz fantastisch. Also wie gesagt, ich bin dem Excel sehr dankbar für diese Chance, hier ein bisschen meinen Input mit reinzuhauen in eure wunderbar aufgeteilte Seite. Ihr habt da ein ganz tolles Projekt am Start, was sich ja nur positiv für den Dartsport entwickeln kann. Und wenn ich da so ein kleiner Teil von sein kann und ein bisschen auch meinen Spaß und meinen Schindluder und Schabernack treiben kann, dann bin ich einfach ein kleiner glücklicher Darts-Enthusiast und freue mich auf die kommenden Sachen, die da noch so alle vor uns liegen und bin einfach begeistert über die Konstanz von Kevin, dass er da immer wieder gebucht wird und einfach auch nah rankommt an die Expertisen, die er uns hier immer wunderbar abliefert. Ja, und eure Leidenschaft generell ist für mich Ansporn, auch wieder mal über meinen Sport so ein bisschen intensiver nachzudenken und mehr, ja, Freude dafür zu empfinden. Also fettes Lob hier in die Runde und freue mich auf weitere Aufgaben. Aber das mit Excel, das wird cremig. Ein schöneres Weihnachtsgeschenk hätte es jetzt eigentlich gar nicht geben können als diese Adelung, möchte ich sagen. Oh, danke, danke. Wir nehmen dann noch die drei Spiele am Abend auch noch kurz durch, die da anstehen werden, denn es geht dann schon weiter, auch mit dem Achtelfinale. Denn zunächst noch Gavin Price gegen John Henderson, das letzte dritte Rundenspiel dieser WM am Freitagabend. Und dann geht es schon direkt los mit Gary Anderson gegen Nathan Aspinall und Michael van Gerwen gegen Stephen Bunting. Das sind die beiden ersten Achtelfinals, die dann am Freitag ausgetragen werden. Das sind schon zwei ordentliche Kracher. Sehr lecker. Sehr lecker. Ja, Das schmeckt richtig gut. eigentlich drei, ne? Wollen wir nicht lügen. Gerving Price ist uns noch ein bisschen was schuldig und Hendo ist für mich so eine Überraschungsbombe. Da weißt du nie, was passiert. Wenn er in den richtigen Tempo wackelt, kann vielleicht auch Gerving Price wackeln. Ja, wenn er, ich meine, wenn Hendo an dir rüttelt, dann wackelst du eh, ne? Das ist ja. Das ist wohl nicht von der Hand zu weisen, aber er ist einer der süßesten, knuffigsten Teddybären und einer der geilsten Gentlemen, die ich hier kennengelernt habe. Hut ab vor Hendo. Das Ich sehe erinnert Gary. mich noch, es muss es nur reingerechnet, das erinnert mich noch einen Beitrag von vor ein paar Jahren und da muss ich so lachen. Beim Podcast kann man auch mal kurz abschweifen, da muss ich jetzt mal kurz eingreifen, Gute Reise. denn vor 3 oder 4 Jahren, ich weiß gar nicht, vielleicht auch länger her, war mal Andy Smith, glaube ich, gegen John Henderson und dann hat jemand, ich glaube, das war auch, wo du noch kommentiert hast, Shorty, gefragt, die Frage ist doch bei diesem Spiel, wer platzt zuerst auf der Bühne, Andy Smith oder John Henderson, wegen der Hitze auf der Bühne. Und das ist mir damals bei diesem Spiel hängen geblieben. Dann habe ich mal dann früher dann mehr auf Hendo geachtet und dann ist mir auch echt klar geworden, dass dieser Typ, glaube ich, derjenige ist, der am meisten auch schwitzt auf der Bühne. Und Exe nimmt jetzt ja auch ein Thermometer mit, weil es ja dieses Jahr so komplett heiß sein soll und eine hohe Luftfeuchtigkeit da sein soll. Auf jeden Fall, denke ich, auch ein interessanter Aspekt noch. Ja. Um noch mal kurz auf die Wackler zurückzukommen, ich sehe Gary Anderson am heftigsten wackeln. Gegen Nathan Aspinall, wenn der seine Form von dem Match gegen Christoph Ratajski auch ins Achtelfinale mitnehmen kann. Ansonsten können wir natürlich auch gerne nochmal über Fallon Sherrock und ihre Chancen gegen Chris Doby sprechen. Ich würde Ja, zum da bin ich dritten. gespannt jetzt, Kevin. Da bin ich wirklich gespannt, weil ich hatte noch nicht viel von der Vorgeschichte mitgekriegt. Chris Dobie und Fallon Sherrock auch als Trainingspartner. Wie Also siehst du das. das? Oh, das ist jetzt tatsächlich eine neue Information für mich. Also du weißt kurz mal mehr als ich weiß, Oh, ja, da was bin ich ja ein glücklicher kleiner Mausespeck. Nee, habe ja. ich jetzt mit Elmar gestern durchgekaut und der hat die Ja. Info gekriegt, dass Chris Doby und Fallon Sherrock alte Trainingskumpel sind und auch zusammen diverse Male sich für Turniere der WDO für sie vorbereitet haben. Also die beiden kennen sich ja nun auswendig. Ich kenne natürlich die Aussage von Chris Doby, dass er gesagt hat, er würde gerne gegen Fallon spielen, aufgrund dessen, dass das der größte Test quasi für ihn
in seiner Laufbahn irgendwie wäre, auch mit dem Publikum etc. etc. Die Distanz wird halt nochmal länger, ne? Und ich weiß halt nicht, Fallon hat in beiden Spielen auch immer mal gewisse Aussetzer gehabt. Ich weiß halt nicht, ob die Distanz jetzt nicht vielleicht zu lang ist. Ich habe zweimal schon gegen sie getippt und würde auch wieder gegen sie tippen, auch wenn ich ihr zwei Sets zutraue. Okay, okay. Auch wenn ich schon als Frauenbeauftragter von manchen bezeichnet werde, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wo das herkommt. Das kann ich auch nicht sagen. Vielleicht ist das dann eine sympathische Stimme. Ich sehe da auch eigentlich dieses Mal wirklich dann auch die Endstation, weil Dobi einfach für mich zu überzeugend war bisher. Und irgendwie ist keiner da auf der großen Bühne, wie eventuell bei der WM-Bühne so wackelt. Klar, dass das Publikum wird auch hier wieder auf Sherrocks Seite sein, aber es ist auch der Nachmittag. Es ist keine Abendsession, da könnte es vielleicht noch ein bisschen humaner zugehen, weiß ich nicht, aber ja, ich denke, dieses Mal ist dann wirklich dann auch eine Station für Sherrocks, auch wenn ich ihr auch einen Satz zutraue. Ja, also zwei Sätze traue ich ihr schon zu. Die wird sie hinkriegen und dann wird sich das entscheiden ganz normal über Tagesform. Wir haben jetzt 3 Tage Pause, nicht nur wir, sie auch. Ja, die müssen dann sehen, dass der Tag auch wieder stimmt. Und wenn Fallon eben einen Grütze-Tag hat, dann kann sie auch zu Null rausgehen. Dasselbe kann aber auch bei Dobi passieren, weil diese Frau neue Maßstäbe setzt. Wir können das mit nichts vergleichen, was wir bis jetzt im Frauendart geboten gekriegt haben, weil die Frau aus dem Stand diese lange Distanz überbrücken konnte und ihr Level halten konnte. Mit Gegenwind. Also von daher, wenn sie einen schnellen Start hinlegen kann und schnell 2-0 führt und dann den Gegenangriff überlebt mit einem Ausgleich und dann wieder in die Spur kommt, dann kann das auch für sie gut ausgehen. Also ich habe keine Ahnung, wo ich von den Sherrock einsortieren soll, weil sie für mich komplett neue Maßstäbe setzt, mit ihrer Konstanz auf die Länge gesehen. Das kenne ich noch nicht, habe ich noch nie gesehen in 36 Jahren, jemanden so konstant zocken zu sehen. Und von daher will ich mich einfach überraschen lassen und freue mich auf eine Bombenpartie. Ich glaube auch, dass es für sie darauf ankommt, mindestens einen der ersten beiden Sets zu gewinnen. Und ja, dass für sie, also sagen wir mal, für sie wäre ein 0-2 Rückstand schwieriger als für Chris Dobi. Ja, genau. Gut, dann nehmen wir das so als Schlusswort dieses Podcasts mit. Ja, wir machen jetzt auch 3 Tage Pause, denn noch wir feiern alle dann Weihnachten. Möchte noch jemand was von euch sagen? Noch einen Weihnachtsgruß speziell an jemanden richten? Oh. Ich habe jetzt kein Gedicht vorbereitet, sonst hätte ich natürlich, ist wie dumm von mir. Nein, also es ist großartig, was wir jetzt auch bei Daten.de während der Weltmeisterschaft, während unserem London-Aufenthalt für Feedback und alles da bekommen haben, dass das, was wir tun, so gut angenommen wird und auch das ganze Jahr schon, glaube ich. Und ich glaube, dafür kann man sich auch bedanken und den treuen Usern auch schöne und geruhsame Tage wünschen. Am besten mit Menschen, mit denen sie auch zusammen sein möchten. Ja, dem möchte ich mich liebend gerne anschließen und freue mich, wie gesagt, auf weiteren Input, auch Geheimtipps, kleine Ansagen. Versorgt uns mit Infos, so können wir besser werden, so könnt ihr mehr davon profitieren, so können wir alle mehr aus diesem Sport rausholen. Und glaubt mir, bei Daten.de haben wir schon die richtigen Akteure am Start und wir haben keine Angst davor, uns zu vergrößern, um noch mehr für euch darstellen zu können. Habt ein frohes Fest, lasst euch nicht ärgern und euch beiden sage ich, freue mich auf 27.12. So sieht's aus. Vom ganzen Daten.de-Team auf jeden Fall frohe Weihnachten, schöne Feiertage und dann hören wir uns am 27. wieder, wenn es dann wieder heißt Shortleg, der Daten.de-Podcast. Mach's gut. Ciao.